Ich bin erstmal gespannt, wie er überhaupt wird mit dem Start jetzt ja, lassen. Ich lasse sie mal machen. Ich fahre langsam gechillt. Boah, ich schließe mich dem Ganzen an. Allein der Start ist doch jetzt schon richtig geil, sicherlich. Oh ja. Hallo, mit dir? Das ist doch Interwetter. Oder nicht? Reifenstatus. Wobei, es sind nur ganz minimal Wassertropfen auf der Schatten. Ja, hier zum Beispiel gar nicht mehr. Ich bin aber ein bisschen sehr langsam. Nils, was machst du da? Ja, ich bin hier ein bisschen am Schrumpfschlittern. Oh. Oh ja, hast recht. Hier ist glatt. Gegen Emil muss ich da nicht reinstechen. Ich habe recht. Bett habe recht. Bett habe recht. Muss doch schon Kelle. Ich stehe da das nicht. Oh, lagen die Frontflügelteile? Ja, irgendwas lag da. Das war ein starker Start, gut gemacht. Danke, Jeff. Sag da. War ein starker Start, gut gemacht. Ich glaube, ich weiß auch, wer den Flügel hier verloren hat. Mir ist zumindest langsam. Oh ja. Der andere Renault fährt da vorne weg. Oh Gott, was so Dummheit Band, ey. Oh, das war. Oh, Yeet ist aber hart am Laggen. Oh. Alter, hier ist ja richtig rutschig. Oh ja. Ja. So, ihr habt's mit in die Box. Na gut, du hast halt kein Reifenverschleiß auf der Map, ne? Na gut, der Fair ist wahrscheinlich Softs oder so. Ja. Softs, was auch immer möglich ist. Reifenstatus. Unseren Daten nach sind die Reifen derzeit in Ordnung. Sollte zumindest für die nächsten Runden noch guten Grip haben. Oh Mann, ey! Wow, 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 wow. Das ist nicht lustig, Codemasters. Das rutschig, sagst du? In der langgezogenen Kurve bei 250 oder 60 geht auf einmal das Heck weg. Ich hab's aber getraut, da voll zu fahren. Oh, ich konnte doch voll. Zeit verloren. Oh, nee, das. Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. Boah. Och, Codemasters. Jetzt nicht damit an. Also mit der Ultrasoften schon durchkommen. Also ich gehe jetzt in die Box. Oh, ich muss auch in die Box, ich habe kaputten Frontflügel. Ach, ah, Kette glaube ich auch. Ah, alles gut, dann fällt wieder gute Laune. Kannst du die nächste Runde in die Box gehen? Ja. Dankeschön. Ich hole mir was das Geld und es hofft sich. Denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Da ist jetzt eh jeder, der ist viel nach Reichweite von mir gibt, der auch sich ausgestaltet hat, ist eh alles egal. Ich kann auch einfach nicht durchfahren. Guck mal. Hä? Ja, okay. Emil, ich hab einen Bug bekommen. Ich hab diese 5 Sekunden Stoppenbaustrafe bekommen. Ich bin einfach nochmal in die Box gefahren. Ja, machst du nix, ne? Ja, ich wollte sagen, das gibt es also. Der Dreckskurve blockiert immer meine Reifen. Ich, warum kann ich die Bremskappe noch weiter nach hinten verschieben? Nee, geht nur 50%. Ja. Welche Sicht lassen wir denn laufen? Die Sperro ist doch spannend dafür. Also Emil, fang irgendwie vorsichtig in die Box, wenn es bei dir noch irgendwas geht, dann hast du eine Sekunde Strafe kriegst. Aber gut, weil man es nicht verhindern kann, ne? Ist halt Pech. Ja. Ich fahr jetzt einfach durch. Aber mehr Punkte machen als Kelle das rein. Yo, genau, der lebt noch, oder was? Wer denn? Vero, der hat angeblich gerade richtig hart die Wand geknutscht.
Ja, der fährt noch, alles cool. Übel denn Schrott oder was? Nein, gar nichts. Wow, entweder war es D-Sync oder Lacker Overnight. Dann war bestimmt D-Sync. Ist er nicht irgendwie seitlich reingekommen, Kelle? Das, oder habe ich das halt aus dem Augenblick gesehen? Ja, so seitlich. Also, oh, wo kommt denn die Scheißlinie, Mann? Also ich bin da jetzt legal ganz normal reingefahren, da war jetzt nix. Okay, dann hast du Glück gehabt. Ja, ich bin auch ganz normal reingefahren. Kannst du, glaube ich, Kelle im Stream sehen. Ja, da war ich, glaube ich, gerade dran. Fahr mal im Regen. Wir fahren halt das, was uns das Spiel gibt. Was denn Sphero, weil wir haben halt dynamisch eingestellt. Wir sind aber auch im Regen gefahren. Losfahren, losfahren! Anfangs war kurz Regen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ja, jetzt nächsten Samstag kriegen wir offiziell die Bestätigung, Ergebnisse. Aber gehst du davon aus, dass du bestanden hast, oder wie sieht das aus? Ich hab bestanden. Dann Glückwunsch. Meine Mutti. So klar. Apropos deine Ausbildung. Weißt du schon, dass mir jemand hinten reingerasselt ist? Oh, wurde schon berichtet hier, ja, freudig im TS. Bist du denn freudig? Weiß ich nicht, die fanden das beide ganz cool hier so. Hä? Was laberst du denn? Oh, weiß ich nicht, ich wollte doch mal in die Scheiße da ziehen. Das ist okay. Okay, Jonas. Letztlich kann ich ja sowas nicht mehr erzählen. Was da, man? Jetzt mal ein bisschen Gas hier. Ich hab Bock. 3.100 Euro Schaden. Machst du nix, ne? Nö. Aber wann ist das ein Totalschaden? Ab dann, wenn der Wert des Fahrzeuges geringer ist als der Unfallschaden. Der Wert des Fahrzeugs ist 2,5. Ja, dann hast du Glück gehabt. Dann hast du am 8. März was vor? Glaube nicht. Wieso? Dann hast du jetzt was vor. Weil ich da meinen Geburtstag feiere. Oh ja. Und dann wollen wir danach, oder ich weiß, also ich will danach eigentlich noch zur letzten Vorbefehle. Die ist an dem Freitag, ne? Okay, die ist am Montag. Ich notiere es mir. Oh, bei dir wahrscheinlich, ne? Ne, bei Jonas. Bei Jonas. Jonas weiß das schon, dass Dienst sein Geburtstag bei dir feiert. Jetzt ja. Kommt aber keiner. Weil bei Jonas ist, kommt keiner. Richtig. Ja, richtig. Ich war doch da. Ja, und ich war in Goslar, kann ja auch nichts hören. Was auf Kreuz zu. Ja, so ungefähr. Keller hat kleine Kinder radikalisiert. Sauber gemacht, gute Arbeit. Die Distanz zum Führenden beträgt 17,9 Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 32. Ne, den werde ich nicht hinter mir halten können, das schaffe ich nicht. Heilig Scheiße. Jetzt hat 3 Sekunden. Das schaffe ich leider nicht. Wieso, Smitty hatte ja noch mehr als. Oh, wie war das? Ja, der hat 3 Sekunden. Und der hat 2 Warnungen in einer Runde. Vielleicht heißt er nochmal, kriegt er auch wieder. Okay. Damit habe ich ja eh nicht mehr gerechnet, dass ich da irgendwie so voran vorbeikomme, außer der fällt sich jetzt zu Tode. Ja. Kommst du sogar vorbei? Eine blende Kurve. Wir brauchen wieder Energie. Reduziere den ERS-Einsatz. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,9 Sekunden.
Ja, und damit ist Fabrice schon an mir vorbei. Mann, eine Strafe oder was? Ne, der ist einfach unter 3 Sekunden jetzt schon. So. Jetzt habe ich auch nicht. Ne, ich krieg immer noch eine Verwarnung. Und dieses Anti-Sam. Ja, aber ich dachte, ich stand eigentlich direkt vor der nächsten. Nicht so auch. Bei der ja, nächsten jetzt ist mittlerweile. Ja. Der nächste ist weg. Dauert noch mal 3 Sekunden. Wie viele hat der denn? Müsste mal langsam der Wut mit Bello kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben nur noch Benzin für 21 Sekunden. Da hast du Glück, dass. In der einen Runde wird Spero nicht mehr auf Fabrice aufkommen und ihn großartig abtrocknen. Weil der ist ja näher dann an dir als Sansa. Ja, dafür sind meine Reifen einfach komplett im Arsch. Der hat ja recht neue. Da kann ich nicht mehr mithalten. Joa. Da startet er sogar noch einen Angriff gegen mich und fährt sich dabei kaputt. Oh, Smitty hat 3 Sekunden jetzt. Oh, sehr gut. Oh, ist sogar genau passiert. Ja, aber ich kein Teil vom Fliegel abgefahren. Okay, dann warst du wieder mal Leck des Todes. Er war in dir drin. Das habe ich auch gesehen. Aber Flügel ging aber nicht zum Bruch. Du hast jetzt einfach harte Kampfen gefahren. Hab ich vor. Und jetzt ist der Flügel am Arsch. Jetzt hat er Flügelschaden. Und jetzt könnte Spero eventuell gleich auf der Geraden noch einen kleinen Faktor spielen. Wenn da gleich noch was passieren. Ah, ne. Oh, da gab es Kollisionen zwischen den beiden. Hat knapp nicht gereicht. Aber. Ah, die Reifen waren einfach im Arsch. 3 Sekunden langsamer pro Runde. Als Theo hat nochmal 5 Sekunden für nicht abgehaltenes Stop-Go kassiert. Also der hat, glaube ich, 6 Sekunden jetzt Strafe oder so. Aber der hat aber auch reingestochen in der letzten Runde, ne? Ja, da wusste wahrscheinlich aber nicht, wie viele Strafen ich hatte und wollte ja. Halt unbedingt vorbei, ne? Ja, und da waren... Ja, also... Ja, ja, hat er halt da versucht. War keine Lücke, ne? Also... Jetzt vor Smitty geblieben, oder was? Ja. Ah, oh, nice. Oh, schreit. Real Talk? Ja, ja das meine Fensterscheibe ist weiß. Ich kann nicht mehr rausgucken. Ich auch nicht, weil ich habe auch die Jolly. Das ist ein Rollo-Roller gemacht. Rollo? Ja. Geil, ein Rollo. Komm, gleich noch eine Runde CS, oder was? Ja. Ja. Nö. Weiter, es gibt Beef. Wieso? Da gab es nichts zu Beef. Ja, ich sehe das ja nicht, was da passiert ist. Nö. Glaube nicht. 23 Sekunden hat Spero. Weißt du, wie viel hatte der? Alle jederzeit Strafen. 21. Ja, das gut, auch rein nur eine. Aber Kelle kriegt jetzt aber keine 2 Punkte, ne? Ne, ich krieg keine Punkte.